Immer und hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Wir sind ja gerade in diesem Labor eingedrungen. Hier ballert noch irgendwas rum. Ich weiß nicht genau, was das ist. Hier, das alles einsammeln haben wir schon gemacht, aber wir hatten einen Zwischenfall mit dem Analyse-Terminal. Toll. Durch. Oh, nice. Dienstanweisungen ansehen. Okay. Blutproben analysieren. Safe-Steuerung. Schloss deaktivieren. Gut, dann müssen wir den nicht knacken. Dann ist der jetzt einmal auf. Patronen. Nice. Das ist sehr gut. Stimpex aufbereitetes Wasser. Den hat es zerlegt auf jeden Fall. Und hier waren Blutpakete. Die nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Blutpakete, da auch nochmal 5. Eieiei, das hat sich ziemlich gelohnt hier. Ich frage mich, was die gerade so rumballern. Schlüssel der Blattklinik. Damit hätten wir wahrscheinlich irgendwas. Kann man wahrscheinlich auch noch irgendwas aufschließen. Oh, was haben wir denn hier auf dem Dach? Schick, schick, ein Kampfgewehr, Schrotpatronen, Munition, eine Kaffeetasse, ein Bett. Dass hier nie Leute sind. Kronkorkenvorrat, nice, nehmen wir auch mit. Seesack, Munition, Scharfschützengewehr nehmen wir mit. Wir sind wahrscheinlich gleich schon wieder voll, aber ich habe so ein Kampfgewehr, das ich wegschmeißen kann. Hier oben die Cram. Und sonst auch nur sinnloses Zeug. Auch nochmal Patronen. Patronen finde ich gerne. Bin ich jetzt... Ah, Stimpex. Ist auf der anderen Seite gewesen hier? Ja, das ist die andere Seite. Oder? Das... Hier irgendwo musste man auch nochmal... runter. So, hier ist noch ein Blutkäfer. Wo ist der denn? Ah, wenn wir jetzt hier so das Röntgenlabor. Knochenfräser, leeres Blutpaket. Patronen sind hier drin. Natürlich im Ärzteschrank. Infopistole. Hier wird so viel rumgeballert. Buff-out ist hier. Das haben wir schon mitgenommen. Untersuchungsterminal. Bin ich mal gespannt, was hier mit drin ist alles. Miss. Miss hat einen Treffer. Miss, das ist ja den... Das ist falsch. Das ist auch falsch. Boys. Oh, ein Treffer. Cool. Was ist das? Bluttestprotokolle. Passwort der Blattklinik. Okay. Das ist mir jetzt aber, glaube ich, egal. Weil das habe ich schon. Also... Na egal. Stehst mir im Weg? Ja, gut, dann gehen wir hier raus. Auf die Karte wieder gucken. Hier wollten wir hin. Was ist das hier? Okay. Das sind hier scheinbar Power Armor Stationen. Mehrere. Und hier steht auch immer noch eine Power Armor rum. Transfer, hier ist nichts drin. T51 Torso. Mhm. Hier zur Hälfte. Hier natürlich wieder Teile. Oh. Skalpell, Silbermedaillon, Kühlflüssigkeit, Klebeband. Nehmen wir mal alles mit. Brauchen wir halt irgendwann nochmal, wenn man es zerlegen muss. Aber unser Ziel ist. Vorne. Es gibt auf dem Weg scheinbar auch keine weitere Schnellreisestation, deswegen müssen wir den ganzen Weg gehen. Ich hoffe, dass uns jetzt nichts, kein böses Viech aus der Wildnis hier angreift. Autobahnbrücke. Anlegen! So viel zu dieses Mischlingshund, oder? Alter, hält ja viel aus. Da lebt der immer noch. Okay, der war etwas stärker. Egal. So, und dort unten ist es dann schon. Dann läuft noch was rum. Ghule.
Haben wir nicht... Ich hatte doch so ein Scharfschützengewehr aufgesammelt, oder? Scharfschützengewehr... Da, gehärtet. Möchte ich in die Favoriten legen? Unter 1. Gut, ich habe nicht getroffen. Wer ist da? Hier drüben! Hier! So, okay. Schießen wir die jetzt mal ab hier. Augen auf! Die haben sich versteckt! Hier links war noch irgendwo einer, der ist hier weggesprintet. Da oben. Oh, der ist gestorben. So, laden wir mal unseren letzten Speicherstand, weil der hätte nicht sterben sollen. Ja. Naja, das habe ich vergessen, ne? Passiert, passiert. Muss den Bengel ja beschützen. Kommst du mir daher, Junge? Gehen wir direkt mal hier lang. Und wir gehen am besten direkt auf die Jagd. Um möglichst sichere Schüsse zu setzen. Und möglichst tödliche Schüsse vor allem. So läuft das nämlich. Ziemlich viele Ghule. Da draußen ist was. Ziel vernichtet. So. Bereitschaft aufgehoben. Ja, du kannst eh nicht kämpfen. Du stirbst ja eh direkt. Dich muss ich ja beschützen. Aha, hab ich dich. Komm schon. Bedrohung ausgeschaltet. Ja, natürlich. Ich bin ja auch dabei. So, und weiter geht's. Puh, schauen wir mal rein hier, was hier für Gefahren lauern. Wahrscheinlich weitere Ghule. Aber die halten jetzt mittlerweile viel mehr aus, die Monster, ne? Also es ist mir auch schon aufgefallen. Sie halten auf jeden Fall viel mehr aus. Was? Kampfgewehr, wo bist du? Okay, sehr schön. Das waren etwas viele. Schnell speichern, ja? Das waren etwas viele. Ich werfe da jetzt eine Nade rein, ja? Da draußen ist was. Ja. Das Kampfgewehr, ich brauche das Kampfgewehr. Wo ist das? Oh, der ist jetzt schon wieder tot, ne? Laden, Poseidon, Reser. Ich starte lieber ab hier. Ja, das ist sicherer. Sodass der Bengel nicht stirbt. So, schnell speichern, wobei es ist Kampf. Hier war das. F5. Freaks von ihrem Leid. Ja,
komm, angreif mich an. Das ist gut. Mich angreifen, das ist sehr gut. Keine Gefangenen! Okay, jetzt haben mich jetzt mehr erwischt als alles andere. Und ich sterbe jetzt. Ich habe mir noch zu viel sein Balken. Boah, ich will so viel Strahlung abdrücken. Coole. Und jetzt nochmal Stimbex-Hammer an. Aber besser ich als... als unser Kollege dort oben. Wo ist denn unser Kollege hin? Okay, er schießt nur auf die Richtung. Wo ist er hin? Junge, du bleibst bei mir. Die bin ich im Weg rum auf jeden Fall. Ich habe ordentlich Strahlung kassiert. Eieiei. Brennstoff, 7 Stück, Plastikgabel. Und guck mal, was wir alle looten hier. Licht ausgeschaltet. Okay, wir haben es scheinbar abgeschlossen. Er konnte scheinbar die Sachen retten. Aber ich möchte mich jetzt hier noch umsehen. Was hier alles so... Eine Badezimmerwaage. Was es hier nicht alles gibt, auf jeden Fall. Ja, Hund, gehen wir aus dem Weg. Ah, eine Waffenwerkbank. Transfer. Wir haben hier nichts. Wir können aber das hier zum Beispiel verwerten. Ja. Gut, wenn wir das verwerten, kriegen wir dann die Mod... Ich kann das gar nicht verwerten. Okay. Scharfschützengewehr. Gerdeter Verschluss kann ich eigentlich auch nicht. Aber keine Materialien gerade dabei. Station also verlassen. So, haben wir hier noch irgendwas Gutes? Aufbereitetes Wasser. Ja, perfekt. Und Aluminiumdosen nehmen wir mal mit. So, hier Waffenwerkbank spinnt, da ist natürlich nichts drin. Nuka-Cola zweimal. Oh, hast du mich. Verpiss dich einfach mal. Kannst du nicht einfach immer irgendwo stehen? Weißt du, es steht einfach random irgendwo rum. Na ja. Werkzeugkasten aufbrechen. Ist bestimmt Munition drin oder Schrott. Ich nehme beides. Goldur, Klebeband, Terutin. Ja, ich nehme aber alles. Nuka-Cola auch mitnehmen. Patronen. Immer gerne gesehen. Tischventilator hat Schrauben drin. So, bestimmt irgendwas Selteneres. So ein Magazin oder so. So ein Comicbuch, was uns da ein paar dauerhafte Boni bringt. Was ist das denn hier? Restricted Area Keep Out. Okay, Restricted Area. Also müssen wir das auch irgendwie aufkriegen. Die Frage ist, wie? Dort oben eventuell oder hier hinten bei diesem Terminal? Hier mal kurz gucken. Hier stimmt irgendwie auf. First Aid. Nochmal ein paar Stimpaks sammeln oder aufbereitetes Wasser oder Blutpakete, was auch immer da drin ist. Das hilft mir. Das wär's. Nice. Hier soll man eine Rüstungswerkbank Terminal benutzen. Kann man damit die Tür aufmachen da hinten? Sicherheitstür. Ah, Tür öffnen. Wusste ich's doch. Kinderbesuchstag, Wasserspeicherstatus und Datenbank online. Gut, die Tür ist offen. Eventuell neue Gefahren, die dort lauern. Auf die bin ich eingestellt. Junge, du sollst eigentlich jetzt nicht sterben. Egal. No risk, no fun. Auch keine Munition mehr. Was? Das Eindringlinge! Oh. Leuchtender. Ein Leuchtender. Nein, das ist nicht gut. Hau da ab! Er ist tot. Aber die Quest ist jetzt ja egal, oder? Also für die Quest ist es jetzt egal, ich muss es gleich sagen. Oh.
weil Begleiter können irgendwie nie schleichen. Ich treff nicht. Auswählen. Annehmen. Gut. Ich bin komplett im Arsch. Und Inventar, Hilfsmittel. So, trinke ich mal zwei Wasser. Ich habe das ja auch. Muss ich nicht mal das Timpex verballern. Junge Mann, es tut mir leid, dass du gestorben bist, ne? Es ist, glaube ich, egal, oder? Ich muss einfach nur... Kehre zu Proctor. Ja, nice. Es tut mir leid, dass du gestorben bist. Kollege. Ingenieursrüstung. Aber ich kann auch nichts machen, wenn du einfach so vorläufst und alles triggerst. Ich sehe meine Waffe nicht. Aber okay, ja, jetzt. Okay. Eine Laborstation, da ist auch nichts drin. Aluminiumdruck. Nein, ich wollte doch keinen Schluck Wasser trinken. Nein. Verstärkt legierte Metallrüstung, Kronkorken. Ein Safe. Das Schloss sieht stabil aus. Meister, ich habe noch keinen... Ich wusste, dass hier was Wichtiges ist, aber... Wir können es leider nicht aufmachen. Das ist natürlich echt ein Nachteil. Ach ja, schade. Also so ein Magazin hätte ich ja auch gern gefunden, aber... leider nicht. Leider nicht. Beim nächsten Mal, also ab zu Proctor Quinlan und sagen, hey Junge, hier hast du deine Daten. Dein Kollege ist zwar tot, aber kann man nicht dran erinnern, ne? Passiert bei so einer Mission, obwohl ich ihn eskortieren sollte. Na, egal. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao.